Der Schlossplatz im Herzen Berlins ist ein geschichtsträchtiger Ort. Direkt vor dem ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR stand noch vor rund 300 Jahren das alte Dominikanerkloster von Berlin-Köln. Aber es gibt noch viel ältere Besiedlungsspuren. Bis Mitte des Jahres lässt das Landesdenkmalamt auf dem Schlossplatz archäologisch untersuchen, welche Spuren aus 800 Jahren noch zu finden sind. Eine Goldgrube für Archäologen. Hausgrundrisse, Abfallgruben, was halt das Herz des Archäologen höher schlagen lässt. Mit einem Kran wurde sogar ein alter Brunnenpfosten aus dem 12. Jahrhundert geborgen, dessen exaktes Alter jetzt von Wissenschaftlern anhand der Jahresringe ermittelt wird. Bevor das Dominikanerkloster Ende des 13. Jahrhunderts erbaut wurde, standen hier noch Häuser. Siedlungsreste, die noch älter sind als der erste urkundliche Eintrag von Berlin-Köln aus dem Jahr 1237. Wir haben ja schon einen Keller, einen verkohlten Keller entdeckt, der ebenfalls älter war als die Kirche. Ein Datum so an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, so also etwa 100 Jahre älter als die Kirche. Und dieser Brunnen hier gehört auch zu einer Siedlungstätigkeit hier nach Ankunft der ersten Siedler hier vor Ort. So etwa ab 1170 ist damit zu rechnen. Und das ist dann später von der Kirche überbaut worden, der Brunnen. Während der Ausgrabung sind die Archäologen auch auf eine Gruft gestoßen. Eigentlich nichts Besonderes in den alten Mauern einer Kirche, aber für die Archäologen hier eine Sensation. In dem Raum befand sich nämlich ein Brunnen, der normalerweise in einer Familiengruft nicht zu suchen hat. Daraus schließen die Archäologen, dass der Raum früher mal ein Keller war und dann zur Gruft umfunktioniert wurde. Das Sensationelle ist zum einen, dass wir eine Gruft gefunden haben, die ungestört mitten im Herzen von Berlin über Jahrhunderte liegen konnte, an einer Stelle, die man so nicht vermutet hat. Übrigens wurde ja 1880 ja schon einmal hier gegraben und man hatte den Keller oder diese Gruft auch freigelegt in der Oberkante, aber man ist nicht in die Tiefe gegangen, vielleicht eben auch, weil man nicht vermuten konnte, dass da eine Gruft drin ist. Zum anderen erhoffen wir uns über die Identifizierung der Toten, ein Einblick eben in die Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts zu erlangen. Diese Gruft ist Ende des 17. Jahrhunderts als Gruft erstmals genutzt worden. Wir haben also eine Bestattung, die datiert auf 1691. Und in diese Gruft wurden dann wahrscheinlich bis zum Abriss 1749 18 Särge verbracht, davon 6 Erwachsene und 12 Kindersärge. Einer davon, ein großer Zinksarg, hatte besondere Merkmale. Dann kann ich noch mal zeigen, wir haben hier noch eine weitere schöne Sache. Hier kann man schon die Zacken des Johanniterordens erkennen, der mittig auf der Brust liegt, zu erkennen an den schon durchragenden Brustwirbeln, hier mit dem Unterkiefer. Das Johanniterordenskreuz ist ja nicht jedem verliehen worden, sondern das sind in der Tat in der Regel Leute gewesen, die am Hofe eine hervorgehobene Stellung gehabt haben. Wer war der Mann, der hier vor mehr als 300 Jahren bestattet wurde? Ist er einer der drei Kurfürsten aus dem 15. und 16. Jahrhundert, deren Gebeine seit dem 18. Jahrhundert verschwunden sind? Im zweiten Teil erfahren Sie mehr über die geheimnisvolle Adelsgruft vom Schlossplatz.